trifft Zeppelis dann Pokémon mit den Typen Geist und Flug, existiert seit der 4. Spielgeneration und entwickelt sich aus Driftlon. Driftzeppelis ist ein großes, rundliches Pokémon, das an einen Heißluftballon erinnert. Es besitzt einen großen runden Kopf, welcher nahtlos in seinen verhältnismäßig kleinen Rumpf übergeht. Über seinen Körper ziehen sich gleichmäßige schwarze, vertikal verlaufende Linien wie Nähte. Oben auf dem Kopf trägt es eine weiße Wolke wie ein Haarschnitt. Der obere Teil seines ballonartigen Körpers ist lilafarben, wobei der untere in einem sehr hellen Violettton gehalten ist. Sein Gesicht besteht aus einem gelben Kreuz, in dessen Mitte sich Driftzeppelis Mund befindet und zwei rote Augen. Vier bandförmige gelbe Arme hängen am unteren Teil seines Körpers. Der Rand der kleinen Öffnung seines Körpers ganz unten ist gezackt und rot gefärbt und in der Shiny-Form ist Driftzeppelis Kopf gelb und der sonst hellviolette Rumpf erscheint in einem blasseren Gelbton. Zudem haben das Kreuz in seinem Gesicht und die Enden der Arme einen hellblauen Farbton und die Augen sowie der Rand der Öffnung unten sind in grün gehalten. Dabei ist es vor starke Attacken wie beispielsweise Finale oder Explosion oder auch Statusattacken wie Abgangsbund und Staffette. Eine mögliche Fähigkeit, die es haben kann, ist der Finalschlag und sorgt dafür, dass dem Gegner Schaden zugefügt wird, der eine finale Attacke landet. Die andere Möglichkeit, die es als Fähigkeit haben kann, ist Entlastung und erhöht die Initiative, wenn ein Item verwendet oder verloren geht. Und die versteckte Fähigkeit ist der Hitzewahn und verstärkt Spezialattacken im Fall von Verbrennungen. Driftzeppeli sind üblicherweise in verlassenen Arealen wie Ruinen, Schiffswracks oder Villen zu Hause. Die Verhaltensmuster des eigentümlichen Gast-Pokémon geben viel Rätsel auf. Die Luftschiff-Pokémon gleiten lautlos im großen Schwärm über den Himmel. Tagsüber ist es faul und träge, doch in der Dämmerung wird es aktiv. Dabei gibt es sich ganz dem Wind hin und nutzt Luftströmungen aus, um sich fortzubewegen. Je nach Windrichtung treiben Driftzeppeli also in verschiedene Richtungen. Man sagt, dass es aus einer zornigen Geisterseele entstanden sei. Sein Körper ist mit Gas gefüllt, der aus toten Seelen besteht, die es selbst ins Jenseits begleitet hat. Seine Flughöhe kann Driftzeppeli durch Erzeugen und Ausstoßen dieses Gases kontrollieren. Oft erzählen Berichte von Schwärmen von Driftzeppeli, die unsichtbar wurden, sobald sie bemerkt wurden. Driftzeppeli ist dafür bekannt, sowohl Menschen als auch Pokémon zu greifen und in den Himmel zu tragen. Niemand weiß, wo genau die Driftzeppeli hinfliegen, da niemand, der einmal mitgereist ist, je wieder gesehen wurde. Zudem soll es, wenn sein Körper zusammenfällt, die aufgenommenen Seelen mit sich in die endgültige Vernichtung reißen. Dabei ist Driftzeppeli der zweite und damit letzte Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe. Es entwickelt sich auf Level 28 aus Driftlon. Und bei der Entwicklung zu Driftzeppeli wird der Körper von Driftlon bedeutend größer und erhält ein mit einem Luftschiff oder einem Heißluftballon vergleichbares Aussehen. Zudem haben sich die dünnen Schnüre zu bandförmigen Armen in doppelter Anzahl entwickelt. Und mit seiner Typenkombination nimmt es oder ist es immun gegen Normal-, Kampf- und Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Käferattacken, doppelten Schaden gegen Gift- und Pflanzenattacken und doppelten Schaden gegen Gestein, Geist, Elektro-, Eis- und Unlichtattacken. Der Rest macht normalen Schaden.